Also das ist eigentlich, mit dem hat alles angefangen. Und das ist immer noch. Hat so ein bisschen das Design von den alten Stilettos, gell? Naja, das ist aus den 50er Jahre. Also das ist ja von Cole Steel das Original Steel Light, oder? Das gibt es ja mit dem THX-Stahl, mit dem Carpenter und mit dem. Mit was noch? Mit dem Carpenter-Stahl. Läuft da dazu? Ach, da habe ich es dran. Echt? Mit dem Carpenter-Stahl gibt es das, da kostet es dann die Angebote in Amerika, Dennis. Du kriegst den Carpenter-Stahl jetzt für $130 und den Böker kostet dann 330 Euro oder so. Das hast du schon erwähnt. Nee, brauchst du mir nicht erzählen. Ja. Aber das hast du mal vorgestellt. Ich habe auch gerade gedacht, boah, was hier wieder rumliegt, Leute. Was ist für dich ein guter Stahl? Ein amerikanischer? Guter, war mal ein Superstahl, ist jetzt vielleicht Mittelklasse. Was ist für dich ein guter Stahl? Das war der 440C. Und was kommt danach in Amerika? D2, aber das ist ein deutscher Stahl. Und dann? S30V. Für dich. Ein Geschenk für dich, S30V. Du spinnst. Du sollst nicht immer solche Sachen hier mitbringen, ey. Ich glaube, das ist jetzt für dich persönlich. Und das habe ich, weißt du was, das hat bei uns mal 180 Euro gekostet in Deutschland. Vintage, ja. Mir ist es aber zu klein, ich habe es schon mal auseinandergebaut. Das sind coole Teile. Dass du das aufkriegst wieder auf das erste Mal, ich krieg's nicht auf. Also ich krieg's nur mit Schwung auf. Du hast es mal vorgestellt, weißt du so? Ja, ich hatte mal eins mit dem. Das ist das Pro Vantage, oder das heißt, das genau, ist das bisschen besser. Ich war, glaube, es hatte irgendwie andere Griffschalen, aber sonst waren die gleich mal. Die sind echt cool gemacht, die Teile. Also mir ist es jetzt ein bisschen zu klein. Das ist jetzt genau die Grenze. Ja, mir ist es jetzt zu klein. Ich habe kleine Hände, von daher habe ich nie Stress mit zu kleinen Messern eigentlich. Also ich habe es schon gereinigt, habe es auseinandergebaut und ich habe es mit dem Riefgrieß gemacht. Und dann passt ja, guck mal, du kriegst wieder eine geile Lampe, ich habe ein geiles Messer, alle sind glücklich und zufrieden. Genau. Jetzt muss ich mir mal die Haselnuss anschauen. Ja genau, schau mal hier die Walnuss an. Zeig mir mal den Haselnuss. Ich muss dir gerade das Revier nochmal anschauen. Ich bin da schon nur so durchgeflogen das erste Mal, aber ich liebe die Messer ja. Weißt du, ich habe ein ähnliches. Oh, das ist aber schön leicht. Ein Heilandstern ist das leicht. Ja, kompakte Abmessungen. Schön voll gegrufte. Vor allem hier, ja, aber so 3D, das passt ja super in der Hand. 3D gefräst. Weißt du, was ich jetzt habe? Ich habe das Moellerino. Das ist sehr ähnlich, aber viel, viel schwerer und der Griff ist ein bisschen anders. Und es hat einen Fingerzoll. Und es hat einen Fingerzoll, genau. Sag, und brauche ich nicht. Ist etwas, brauchen wir sowieso nicht. Und ich glaube, Chimping hat es auch oder auch nicht, aber du, das ist aber ein tolles Messer. Ja, für die Preis-Leistung, sag ich mal, für den. Ja, und 390er, ne? M390er Stahl, ne? Tja. Klasse, die Arbeit. Also, wann fahren wir nach Maniago und kaufen ein? da muss ich EC-Karte im Auto lassen, ey, sonst wäre ich arm. Da ist ja, ich habe in dem letzten Video, habe ich ja drunter verlinkt, da ist ja einmal im Jahr so ein Messerfest, ne? Ja, da sind Wochenende lang da so die ganzen Messermacher aus der Gegend und die großen Fabriken haben so irgendwie Tag durch eine Tür oder sonst was. Das wäre echt. Du hast schon mit dem Dirty Cross drüber gesprochen. Genau, das wäre echt mal hardcore, da müssten wir mal echt ein Treffen machen. Das wäre wirklich mal nötig, wirklich. Maniago, die neue Messerstadt Europas, ne? Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das Video so dunkel vor. Muss es heller machen. Obwohl da hell genug ist, gell? So, was haben wir denn hier noch auf dem Tisch? Guck mal, hier noch schön Kaffee und Kuchen. Kuchen gibt es auch noch. Natürlich gibt es Kuchen zum Kaffee. Das ist ja super top. Das andere ist ja verschwunden. Aber ich muss sagen, das gefällt mir fast noch besser. Das ist auch Apocalyptic Closer Two-Ton. Das andere war... Mafioni. Was ist denn das für einer? Mit dem haben wir auch noch nie beschäftigt. Ja, ich bin ja nur zufällig dazu gekommen. Ich wollte ein ganz anderes. Ach doch, der habe ich doch schon gesehen. Der macht diese krassen Taschen oben. Die sind Aufkleber drauf. Wer war das letztens? Der Flo, wo er gesagt hat, selbst aus dem Ding hier drauf kann man selbst nochmal ein Messer machen. Ja, wo ist das? Das ist gar nicht drin. Ah, das ist gar nicht drauf, ja, siehst du? Oder ist es reingefallen irgendwo? Oder ist es bei mir irgendwo rausgefallen? Die Visitenkarte aus. Das ist schon da. Aber hier ist Seriennummer drauf. Modell Closer, Two-Tone, Bronze, Stonewash, Airmax. Apokalyptik. 6A L44 Titanium Griffschalen. Gebaut, Date of Birth, Februar 16, Seriennummer 024. Krasse Visitenkarte, ne? Ja.
krasses Zertifikat. Das kannst du gerade einem um die Ohren haben. Bevor du das Messer ausgepackt hast, nimmst du die Garantiekarte und das Zertifikat und kannst dich schon wehren damit. Na, guck, hier drin ist es. Ach, toll. Du kannst du wegmachen. Ja, vorne drauf, oben drauf machen. Aber ohne Scheiße, wenn du es scharf machst, hast du einen Brieföffner. Oder? Mhm. Jetzt muss ich schauen, ich habe es heute, weißt du, was ich heute gemacht habe? Mhm. Ich habe das eingesprüht mit von meinem Mountainbike-Spray für die Gabeln. Ich habe mit dem Flo gesprochen, was er dazu ist, da kannst du nichts kaputt machen. Ach, probierst du es mal. Stimmt, das habe ich doch beim Flo gesehen mit dem Bambus, gell? Das war aber, sagen wir, habe ich jetzt zurückgegeben und das ist jetzt das Modell, wo es eigentlich genau dasselbe ist. Und der Flo meint, das könnte doch ein Kugellager-Thema sein. Jetzt machst du mal auf und schaust mal, was du dazu sagst. Das kratzt halt ein bisschen, gell? Für ein Kugellager. So recht laut. Aber gut. Flipp mal und halt's mal in der Hand, dass du mal was. Du hast da Erfahrung. Oh, das geht aber auch. Geht aber auch flott. Ganz leicht sticky, ne, das Titan auf dem. Oder hat das ein. Und so schauen wir. Hat aber eigentlich ein Stahl-Insert, ne? Ja. Ist aber auch gleich ein bisschen sticky. Aber ich habe, also, gut, ich sag mal so, ich bin da nicht so empfindlich, was solche Kleinigkeiten angeht. Aber weißt du, wenn es custom-made ist, bei dem Preis. Ja, okay, ja, stimmt, ja, ja, okay, okay. Sag mal so, ich bin. Da ist ja, Mid-Tech, das wird ja nicht custom sein. Ich denke mal, dass das Mid-Tech ist. Bisher ja alles mit der Maschine gefräst. Ich habe es mit dem alten verglichen, das war 1:1. Ich hatte ja noch die Aufnahmen und die Fotos. Ist 1:1 gewesen. Ich nehme noch eins. Ja, bitte nicht, dafür ist das Zeug da. Ja, es hat halt diesen, sag ich mal, diesen mechanisch, stark mechanischen Geräusch und Widerstand auf den Kugellager. Also ich denke mal, den Spray, das bringt nichts. Ich glaube, muss Fett reinhauen. Das ist vielleicht doch einfach so, ne? Dass es, wenn es so fest zu ist, ne, das ist einfach der Widerstand auf den Kugeln. Weißt du, was lustig ist? Ich wollte mich registrieren heute bei Microtech. Und dann war das Closer gar nicht als Modell drin. So eine musst einen Namen angeben, Adresse. Mhm. Und dann musst du das Modell angeben. Habe ich es gar nicht gefunden. Habe ich mir gedacht, oh Mann, was ist jetzt wieder? Habe ich es halt, hab dann eben dazu geschrieben. Oh, das sieht ja schon krass aus, ne? Aber es liegt doch gut in der Hand. Abgefahrenes Teil der Weingieberscholle. Ne, aber flippt ganz gut. Gefällt mir. Aber Wasserpreisregion reden wir da bei den Dingen? Also, angegeben war 1650 Dollar. Das ist UVP. 1650 Dollar. Okay. Da sind wir dann ein bisschen weit über einem Sebenza, ne? Aber ich hab's da kannst du dir die ganze Serie holen. Ich hab's aber weit unter 1000 Euro gekriegt, sonst hätte ich das nicht gekauft. Für mich war es ein Ersatzmodell. Also ich muss sagen, was war's? Circa um die 900 Euro. Und ich wollte eigentlich dieses Socom Elite Delta Force Zombie haben und das hat er angeboten für 400 Franken. Und es war eben dann plötzlich nicht da, obwohl es auf Lager angezeigt wurde. Das ist ja schon echt eine krasse Verarbeitung, ne? Der Griff mit den Bambusdingern drauf. Jetzt muss ich mir das Tool eben noch besorgen. Das hat er mir auch nicht besorgt. Ich brauche das Tool, ich weiß aber, wo ich es bestellen kann. Ah, das sind ja alles wegen spezielle Schrauben, ne? Nichts mit nur kurz Torx nehmen, ne? Ich habe ja das ja bekommen, einen Tag vor, bevor ich vom Adrenalin 77, habe ich ja die VA gemacht. Das Wunschmesser oder das beste Messer oder das Messer, was man sich selber zusammenbauen würde. Wenn der Preis nicht wäre und die Schrauben nicht wären, ist für mich schon ein Topmesser. Ist ja alles Titan. Und die Klinge, du musst mal sehen, wie die geschliffen ist. Auch vorne die Spitze. Das ist schon Worker. Ich habe noch nie ein Messer gehabt, wo vorne die Klinge so spitz, aber doch so stabil und breit geschliffen ist. Ja. Finde ich schon toll. Und die Optik ist natürlich speziell. Hammermäßig, ja. Krass. Aber ich sagte, hätte ich es nicht so günstig angeboten bekommen, hätte ich es nie genommen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Ja, genau. Stimmt, 02/2016 wird alles nochmal draufgeschrieben. Und das war beim anderen nicht? Seriennummer, Closer.
Wer ist dieser Kawabe da? Das ist der Designer. Das hat der Mafione nicht selber designt, das hat der Koji Hara, aus, deswegen dieses japanische Design. Das ist sehr asiatisch angehaucht mit dem Bambus. Der hat das designt. Krass. Ja, damit habe ich noch nie beschäftigt, weil wahrscheinlich außerhalb meiner Preisregion. Ne? Krass, ja, aber... Ja gut, also wäre ich jetzt nicht zufällig zu der Sache gekommen und hätte mir ein Mann das nicht so günstig angeboten oder so schmackhaft gemacht, hätte ich nie den Einstieg gemacht. Weißt du, ist halt schon so, wenn du schon Geld bezahlt hast und musst dann nur noch 400 draufzahlen, bisschen Aufpreis. Das kostet ja eigentlich nur 400, du hast genau. Schon 400 überwiesen. Genau. Denkst du, ach, jetzt legst du nochmal 400 oder 500 drauf. Den und dann hast du eigentlich schon vergessen, dass der vorher eigentlich schon was bezahlt hast. Und so war das bei mir irgendwie, da hast du irgendwie weniger in der Hand. Naja, so war das eben. Genau, ja, kenne ich. Und dann kenne ich immer bei den Wiederverkäufen, wenn du dann ein Messer für 100 verkauft hast oder sowas, so ein gebrauchtes, und kaufst ein neues für 200, ja. Kostet ja nur 100 Aufpreisen. Ne? Ja. Aber die ersten 100 hast du irgendwann mal bezahlt. Ja, krasses Teil. Ja. Krass. Ich wollte dir das mal zeigen, dass du das auch mal gesehen hast. Das Feeling ist ja auch entscheidend, oder? Amazon, echtes Amazon. Hatte ich schon mal ein echtes Amazon auf dem Tisch? Nee, das liegt auch super in der Hand. Also für mich Handschuhgröße 10. Geiler, kompakter Stachel, ne? Mit super Stahl, also, und die Griffe sind der Hammer. Man muss es einfach anlangen. Man sieht es ja übers Video meistens nicht so, aber ich muss sagen, das ist fantastisch. Völlig was anderes wie das Moella. Einseitig angeschliffen, ne? Tanto, schwarz, böse, Amazon Life. Aber geile Handlage, ja. Griffiges, also ich hab's echt gern dabei. Das ist ein richtiger Worker, hey. Und soll ich dir was sagen? Ich brauche nicht nur den Wave, sondern du kannst auf den Wave auch sehr schön den Daumen legen. Und das Jimping stört gar nicht. Und von dem her ist es sehr angenehm. Und ich finde, es schneidet auch gut. Ich hatte jetzt mal einen Emerson von CT da und einen Emerson von Kershaw. Und die waren ja auch schon echt geil. Wobei ich glaube, dass die CT Emerson die besten verarbeiteten sind. Ne? Mhm. Also die schon eigentlich professionell aus der Fabrik kommen. Boah, ich habe heute schon wieder Mail aus Amerika gekriegt. Weißt du, wenn du da mal bestellt hast, die werben dich halt kaputt. CT Emerson Design G10 149 Dollar und mit dem CF 180 oder 189 bei Knife Center oder so. Aber da habe ich noch nie was gekauft. Aber der überlegst du es immer dreimal, weißt du? Was machst du jetzt? Neupreis 300. Okay, in Deutschland kriegst du vielleicht auch bei 2,80 oder vielleicht sogar noch günstiger. Ja. Aber da kriegst du, weißt du, ich zahle ja nicht so viel drauf in der Schweiz. Scheiß Werbung da. Da bin ich immer wieder gedacht, am Überlegen. Die können sich die Leute immer nur von Werbung so leicht beeinflussen lassen. Ne? Wenn das ein Thema ist, würde ich nicht interessieren. Samstag früh kommt das Mail und blinkt auf 149 CT Emerson 620. Oh, dann hast du schon wieder ein Problem. Wenn dich das Produkt nicht interessiert, dann wirkt nur die Werbung nicht. Aber es ist ein interessantes Thema. Und dann kommen plötzlich so Werbemails rein mit echt guten Angeboten. Dann muss ich echt immer, oh, ja, das ist schon echt, das macht einen echt fertig manchmal. Die Amis haben das voll drauf. Das ist ja auch leicht. Also, weißt du, es ist jetzt nicht das Schönste, nee, das und es ist jetzt auch nicht das Filigranste. Das sind von ihm auch nie so geplant und konzipiert geworden, dass das irgendwie super schöne Design-Dinger sind. Das sind und waren, was weiß ich, Kampfmesser, Worker. Hm. Also sagen wir mal, wir haben ja öfters mal in der Community schon mal diskutiert, welches eine Messer, wenn dann der Ernstfall mal kommt. Wenn die Zombies kommen. Aber dann nimmst du dann eher das mit. Da hast du auch mal, da kannst du auch mal ein paar Toning machen, da hast du keine Angst, dass es kaputt geht. Für das ist es auch gemacht. Sollen angeblich in den USA ja auch viele Cops haben als Messer im Dienst. Ja, ich glaube, der Emerson tut ja auch die Streitkräfte oder den Navy Seals oder wer auch immer ausstatten mit dem seinem Messer. Tanto ist halt schon immer irgendwie. Also es ist mein erstes Tanto, ich dachte erst, das stört mich. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich habe es ja schon geschliffen, stört auch nicht beim Schleifen. Ja, nee, so einfach zwei gerade, weißt du? Ja, also es ist also schon auch, was der Leder nicht aufschließt. Da ist irgendwie so ein Chisel, so ein Nightmare Grind, schlimmer, weißt du, oder was mit einem Recurve oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja Chisel Grind, oder? Ja, das ist Chisel Grind, ne? Ich meine, weißt du, so ein Nightmare oder weißt du, wo hier nach innen geht, weißt du, so eine S-Kurve in der Schneide ist schlimmer. Da hast du zwei gerade, dann machst du einmal so und dann wieder hier und dann passt es, ne? Mhm. Oder nur von einer Seite, dann bist du schon fertig. Gut, ja, du ziehst vielleicht die andere Seite nochmal mit dem Leder kurz ab, oder? Aber das ist alles, also, da musst du nicht mehr machen. Ja, wusste ich nie so, ob sowas für mich wäre. Aber gut, wie gesagt, das ist ja ein Jungs. Es gibt es auch in kleineren Versionen, aber das war verdammt nochmal auch wieder so günstig.
Und dann konnte ich wieder nicht, weißt du? Weil wenn du heute in Amazon willst, dann musst du über 200 Euro zahlen, oder? Und ich habe das verdammte Ding weit unter 200 Euro gekriegt, dann kannst du wieder nicht Nein sagen. Du brauchst dich nicht bei mir rechtzeitig entschuldigen. Ja, ich weiß schon, aber weißt du, wir sind ja unter uns hier. Ja, wir sind ja privat, hört sich niemand mit. Was war den ganzen Bezeichnungen? Das schnalle ich jetzt bei den anderen durch. Was war jetzt das für dein Ding dann? Das ist, haben doch das ist Bulldog XL heißt das. Also das jetzt heißt wirklich Bulldogs. Und es waren noch immer die Modelle, ja, CQC 5, 7, 9. So, ja, das hat ja eine Bedeutung, CQC, glaube ich, Combat. Ja, so Nahkampf geht ja, ja, das so. Hat das sind wieder andere Modelle, oder? Das Ding heißt wirklich Bulldog, ja? Das trägt doch den Namen so recht. Das ist ja, das wurde mir als Prototyp verkauft. Ja, hat noch eine ganz kleine Seriennummer, gell? 97. Ja, 97, ne? Das geht sehr geil. Aber weißt du, Neupreis 300, das ist schon auch frech. Und ich habe es halt weit unter 200 gekriegt, 150, du, 60 sagst, so. Die Leute haben inzwischen einen Namen, darum können sie es verlangen, ob das Ding das wert ist oder so. Das der Flo hat es schon auseinandergebaut und meinte eigentlich, und ein paar Kommentare waren drunter, wieso soll ich für so ein Messer so viel Geld ausgeben, naja, muss man sieht, sagen. Aber dass von ihnen die Platinen nicht mal bearbeitet, poliert oder sonst irgendwas sind, die sind so fertig, ne, dass ich so die ganzen Produktionsspuren noch, nicht vom Messer, sondern Produktionsspuren aus der Metallfabrik, wo die original Stahlplatinen herkommen, ne? Die haben noch die originale Oberfläche. Aber wer braucht's? Klar. Also wenn jetzt ein Worker hast, zu polieren, das ist nur wieder Arbeitszeit, ne? Wo ein Messer noch teurer macht. Aber trotzdem, sagen wir so, für den Preis dann wieder, weil die Dinger kosten will. Ja, das ist jetzt dann halt auch irgendwo schon wieder der Name, der Coolness-Faktor, ne? Da kommt viel zusammen. Da kannst du halt irgendwann mal einen Preis verlangen, ne? Wenn da Mao Zedong draufsteht, ne? Dann ist es halt nur 79 Dollar wert, ganz einfach. Aber eben, wieso kommen Kaiser und Reate und solche Marken aus China jetzt raus oder überholen die vielleicht irgendwann, weil die zu dem Preis, was die kosten oder sogar etwas weniger, noch eine höhere Qualität bringen. Ja. Und sie fangen ja jetzt langsam auch an mit eigenen Designs und eigenen Designern zu arbeiten, mit eigenem Namen. Also ich muss ja sagen, ich werde wahrscheinlich an dem Reate auch nicht vorbeikommen. Das Horizon D, das ist schon mir, das wie Raumschiff Enterprise, das fliegt bei mir schon ständig in meinem Orbit. Ich habe ständig fliegt es bei mir in der Gegend rum. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht. Wieder ein Rose Blade. Ist das jetzt der Marlin? Das ist jetzt Exo. Das ist jetzt das Exo. Also die sind ja alle so ein bisschen so, oder? Ja, ich muss sagen, war bisher nicht so meine Marke, aber ich muss sagen, das Teil liegt aber geil in der Hand. Also mir ist es jetzt ein bisschen zu klein. Ja, das können wir einen Deal gleich machen, Dennis. Also, das ist eine gute Handlage. Also das hat jetzt D2, oder? Aber ich muss sagen, der Flo hat es auseinandergebaut und hat ja in seinem Review gemeint, dass das eins von den besten war. Also von der Qualität her. Von der Verarbeitung von innen, gell? Ja. Hätte er nicht gedacht. Ja, auch kein Framelock im klassischen Sinn. Sondern also der Jason, der ist ein ganz junger Typ. Sein Vater scheint ja irgendwie aus der Medizinaltechnik zu kommen und fräst ja scheinbar diese Apparaturen. Daher scheint er das gut gelernt zu haben. Und der Jason ist relativ jung, aber so wie der Flo das auch mal erwähnt hat, dass der relativ auf Kunden oder ja, auf Kundenwünsche, Anwenderwünsche eingeht. Ist ein ganz junger Typ, ich glaube, der ist Mitte 20 oder so. Nein, Mitte Ende 20. Ich habe mal Fotos gesehen, ja. Boah, das sind schon extrem ausgefräste. Also sehr detailverliebtes Messer. Ja. Und wenn ich jetzt den Preis anschaue von dem Ding, also gut, in Amerika jetzt und Europa wieder, da ist es natürlich im Bereich vom, nicht ganz vom Emerson, aber da sind wir weit unterm Rief. Achso, das ist aber ein Kugellager, gell? Ja, wir haben auch Kugellager, ja. Ach, schon wieder krasse Teile hier auf dem Tisch, ja. Jetzt kommt die Fledermaus. Ne, die Libelle. Custom Knife. Jetzt zum Beispiel siehst du mal ein Messer in China. Die Teile hergestellt, in Russland zusammengebaut, aber jetzt schau mal, wie das läuft. Aber gut, der Flo hat es natürlich schon in der Hand gehabt, deswegen läuft es schon viel besser. Boah, da hörst du oder spürst du mal? Nee, da musst du aufpassen, dass dein Finger nicht dazwischen ist. Ich muss es immer drehen. Ich hatte mir schon mal die Finger. Ist mir schon mal auf den Daumen draufgefallen. Ich glaube, ich habe die Stelle noch, wo ich. Ja, hier, guck mal, hier ist es mir auf den Daumen draufgefallen. Da reicht das reine Fallen wie eine Guillotine. Ja, das läuft ja widerstandslos, ne? Und da siehst du auch keine Spuren oder so. So Gott sei Dank ist da ein ordentlicher Detent, weißt du, dass es nicht schon von alleine rausfallen wird und ständig offen wäre. Aber eben, das ist, boah, das ist super leicht. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt in Anwendung, ich habe es jetzt als EDC seit 3-4 Tagen und ich muss da ganz ehrlich sagen, die Klinge, die schneidet, die ist sehr, also auch für den Hausgebrauch schön lang. Von Stahl da. Also das ist D2. Ja, und bei dem und das ist 390er. M390, ja.
Oder musst du aber echt, das musst du zweihändig schließen, das darfst du nicht schnappen lassen, wenn das Ding runterkommt. Das geht schon, du musst ein bisschen drehen. Ich drehe es immer ein bisschen und dann lasse ich es zufallen, weil sonst hast du ein Problem. Das kommt zu schnell rein, ne? Ja, du musst es praktisch auf dem Rücken halten und dann drehst du, weil es fällt dann zusammen. Genau, und dann drehst du es um. Das geht's nicht. Finger weg, sonst hast du sie drin, ne? Du könntest vielleicht fester drehen, aber es läuft halt jetzt super, oder? Total. Leicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört jetzt das, dieses Kunststoff, der stört mich jetzt überhaupt nicht. Das ist sogar sehr angenehm beim Anwenden. Und es ist halt 120 Gramm. Also der Henk hat mir mal geschrieben hier vom Knives Collector 031, der hat das jetzt auch. Der hat 114 Gramm gemessen. Also entweder stimmt meine Waage nicht oder seine, aber es ist relativ leicht für die Größe. Was gut ist beim Flipper, wenn du den Daumen lässt, ne, bremst immer erstmal der Flipper knallt erst auf den Daumennagel, dann hast du Zeit, das Ding rauszunehmen. Aber du darfst es nicht. Du musst aufpassen. Ja, du musst dran denken. Du musst dran denken. Das Ding geht das so. Ist das Ding zu. Nach unten, Daumen raus, zack, sonst geht das und Ding raus. Und das fliegt ja nicht weit, aber und die ist ja leichte Klinge eigentlich. Aber und das du, reicht. Sofort blutig. Hab ich auch schon hier oben drin. Ja, bei dir wird das wahrscheinlich noch krasser als bei mir. Boah, brutal. Das Ding läuft ja echt widerstandslos. Also das ist jetzt China Production. Das wird mit den guten Maschinen in China hergestellt und in Moskau zusammengebaut. Bestimmt Köpfermaschinen aus Hotwang, oder? Bestimmt Köpfer CNC-Maschinen aus Hotwang. Wahrscheinlich. Ein Kollege von mir ist gerade unten. Diese Maschinen, das ist ja echt der Hammer. Also die Qualität, wo die hier in den letzten paar Jahren aus dem Boden gestampft haben, ist beängstigend, wenn was an der Geschwindigkeit ist. Ja, das sind aber so sicher, dass die Firmen 30 Jahre gebraucht haben, machen die in 3 Jahren. Und das liegt jetzt preislich unterm Rief. Ach was? Also auf dem Niveau oder etwas tiefer wie Rief. Da bremst nochmal der Widerstand vom Detent drauf, ne? Aber man sieht die beiden Kugellager, ne? Ja, das und das vergleichen, das ist ja nicht zu vergleichen. Total. Ich meine, es läuft sich sicher nochmal ein, aber das ist doch Wahnsinn. Ich schreibe die jetzt mal an von Microtech. Ich habe die schon angeschrieben, ob das normal ist, dass das so schleift. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Weil ich habe nur ein Review gesehen, das war von Jim Skelton und sonst kenne ich kein Review von diesen Messern. Und dass es der Detent ist, der so stark auf der Klinge bremst? Der Flo hat es ja angeschaut, der hat den Detent schon weggedrückt. Ach so, genau. Der Detent schleift auf der Klinge. Ich höre mal. Aber wenn man ganz wegmacht, ist das Geräusch weg. Ja, aber der schleift, der ist ja drauf. Aber wenn natürlich die jetzt poliert wäre, die Klinge, dann würde er natürlich auch nicht schleifen. Aber jetzt mit dem Spray, das hat nichts gebracht, mit diesem Ölspray. Ich glaube, muss mal Fett verwenden. Aber ja, Flo meint jetzt, dass es das Kugellager sein könnte. Aber das kratzende Geräusch ist weg in dem Moment, wo man wegdrückt. Dieses starke, lautere. Ja, der wird schon Detent sein. Du siehst ja, ich habe jetzt mit meinem Schmirgelschwamm auch die Spuren, der hat auch schon Spuren gehabt, die habe ich jetzt weggekratzt. Also das ist nicht so tief in dem L-Max drin. Wahrscheinlich muss man genau die an der Spur, wo die Kugel läuft vom Detent, das müsste ja eigentlich super poliert sein. Die Frage ist, läuft selber müsste ja. Ja, aber jetzt ist ja mal die Frage, ist der Detent fest oder läuft da eine Kugel? Ach so. Scheinbar ist der Detent ja hier fest und keine Kugel. Ja gut, die sind ja immer fest, oder meinst du das? Ja, eigentlich ist ja keine Kugel. Der läuft ja nicht mit. Es ist zwar eine Kugel, aber die bewegt sich nicht. Eben, also müsstest du den Detent vielleicht ein bisschen fetten, dann wäre vielleicht nicht, dann wär's, wird's vielleicht wenn besser drauf. Wenn der Druck aufübt, so kratzt der das Fett doch an der Stelle sofort wieder weg. Das macht mich schon ein bisschen... Ich hoffe, es hört irgendwann oder sieht jemand mal das, der da Erfahrung hat. Vielleicht kann der einen Kommentar schreiben, ja, was es tatsächlich ist. Wenn man es komplett wegdrückt, dann hört man nur noch ein leiseres Geräusch, was die Kugeln im Kugellager machen. Wenn man euch loslässt, habe ich wieder das Schaben. Also das ist schon der Detent auf der Klinge. Also zum Beispiel das Real Steel E571 Pro schleift auch ganz leicht. Wenn jetzt das im Vergleich nimmst, der schleift gar nichts. Und der Detent ist auch zu sehen. Und der ist stramm. Ja. Ja, das ist fast, da hörst du fast nichts. Das Geräusch losgeht. Und ob es jetzt ein Washer oder ein Kugellager-Thema ist, das kann ich auch nicht sagen. Dazu bin ich jetzt noch zu neu da in dem Business. Du musst echt aufpassen, wenn du es nicht gewohnt bist. Ist die Freifaller hier. Sehr brutal leicht. Aber du musst ehrlich sagen, wenn du eine Hosentasche hast, du merkst fast nicht. Und du hast aber einen richtig guten, großen Stachel, um gut arbeiten zu können. Da kannst Brot schneiden, kannst Melone schneiden. Also Holzarbeiten habe ich jetzt gerne gemacht. Der Clip ist nicht so extrem fest und auf dem Kunststoff wird er ziemlich gut rein und raus gehen. Ne? Nee, das funktioniert gut. Hm. Anders wie hier bei meinem hosenfressenden... Aber was hast du denn da wieder schön? Cold Steel. Cold Steel. Das macht ja jede Jeans kaputt, ey. Ja, den kriegst du mit einer Hand so nicht auf. Das ist ja ein schönes Teil. Ja. Das Recon 1.
Das ist ja. Ah, da hast du doch bemängelt, dass hier der Schliff nicht ganz. Ja, wieso die da nie bis ganz zum Schluss machen? Die da lassen immer die letzten 5 mm stehen bei. Also ich habe ein bisschen größere Hand, aber ich glaube mal, da könnte noch eine größere Hand haben. Ja. Aber ist auch nicht schlecht, wenn du mal was Gescheites in der Hand hast. Also ich finde das auch nicht schlecht. Für die Größe trotzdem noch leicht, keine Platine drunter, weil es nur G10, aber halt fett ist. Das hat ein CTS XHP. Das ist auch Carpenter Steel. Ja, Carpenter Steel XHP. In welcher Preisklasse sind wir da? Ha, kommt drauf an, welche Preise du nimmst, ne? Amerikanische oder europäische? Ja, mir muss nur amerikanische sagen, weil ich bestelle es auch in Amerika. Da sind die Dinger, glaube ich, immer so bei $145 oder so. Echt? Mit dem? Ne, die haben jetzt alle abgegradet. Früher hatten sie alle an den Dingern AUS 8. Und letztes Jahr haben sie fast alle Modelle. Das ist, glaube ich, dann eher neuer Feld- und Hausstall. Aber der ist ein guter Stall. Ne? Was hat der für HRC? Über 60? Frag mich jetzt. Ich glaube 59. Ja gut, das ist ja Arsch. Du weißt ja, wie es ist. Aber halt natürlich. Also für das, dass es ein Workermesser ist, läuft das aber besser wie das Mafione. Hat Washer jetzt, oder? Der hat Washer. Washer und hinten heute mal extreme, massive Tri-Adlock greift da hinten. Ne? Was bevorzugst du jetzt? Washer oder Kugellager? Oder kommt es drauf an? Solange ich sie nicht auseinanderbaue, ist mir das so lang wie breit. Kugellager, wenn es so wirklich lose Dinger wären, das ist natürlich eine Friemelei, ne? Wenn das Ding wieder auseinanderfällt. Also wenn so die Kugellager in so Käfigen drin sind und nichts passiert, finde ich es okay. Ja. Aber wenn du das jetzt erlegst und wenn die da plötzlich fällt das Ding auseinander und dann viel Spaß beim auf dem Teppichboden irgendwo oder sonst wo die Kugelchen wieder zu suchen. Und weißt du, wie verdammt teuer die sind? Der Flo hat welche bestellt in Keramik. Da kommt so ein Tütchen, der ist riesig groß und da musst du die Kugeln kaufen. So sagt, das sind Keramikkugeln. Er hat ja, glaube ich, bei einem Giro, wo er hat, auch Keramikkugeln reingemacht. Da fehlt ja sogar eine normale Stahlkugel. Und dann hat er mir gesagt, was es kostet. Ich glaube, so 10 Kühlchen, 50 Euro. Für eine Keramikkugel, die du kaum siehst. Ja, da habe ich gedacht, ja, Wahnsinn. Da wundert sich dann eben schon nicht, wenn manchmal bei diesen Hochpreisigen, die haben ja mittlerweile alle schon Keramikkugellager. Ich glaube, das hat auch Keramikkugellager drin, das CKF, die Libelle, also das Trecosa. Also wenn das schon gut in, und er kriegt es zum Einkauf, weißt du, Flo? Mhm. Kann man nicht vorstellen. Nee, er hat es als Einzelhandel, er hat es bei irgendeinem Laden bestellt, also dann ist schon der normale Preis. Mhm. Also dann sage ich mal, die Profis kriegen das um die Hälfte oder billiger, aber dann ist es doch schon auch ein Preisaufwand. Wenn du schon $25 fürs Kugellager investieren musst, ne, dann weißt du dann, wieso manche Messer nachher ein paar hundert kosten. Ne? Aber du, das reicht mir, da ziehe ich Washer vorne. Also ich muss sagen, kosten nichts, die kannst du selber ein bisschen polieren, damit es besser läuft. Dann schraubst du es wieder zusammen und fertig. Ne? Weil das ist mein allererstes, das habe ich in Riga gekauft. Und das ist eigentlich ein Kohlstil. Also ich hatte immer einen Kohlstil. Und du hast auch schon diese Marke mal vorgestellt. Das ist die Elite Force. Die sind jetzt, ich habe die schon ein paar Jahre. Und das ist jetzt doch relativ weit verbreitet. Das ist ein Design aus den 50er Jahren. Und was mir jetzt so gut gefällt bei dem Messer, dass du hier bei dem Inliner dieses Plättchen hast. So richtig gut zum Greifen. Und das ist sehr gut zum Greifen und funktioniert auch. Ich meine, ich darf es gar nicht sagen, 12,50 bezahlt. Oder Latt, ich weiß es gar nicht. Oder Latt habe ich damals noch bezahlt in Lettland. Und ich wusste aber gar nicht, für was ich überhaupt den Clip brauchen kann. Ich habe das immer in meiner Fischerbox gehabt. Und eben seit letztem Jahr weiß ich das. Und das gibt es eben auch mit dem Carpenter-Stil oder auch mit dem AOS 8. Das ist ein Kohlstil Highlight eigentlich. Da gibt es in zwei Größen, eins mit 30 cm und diesen mit hier mit Klopper, ne? Knapp über 20. Ja, das war mein allererstes Teil. Also, das ist schon. Das wäre noch eins, wo ich mir noch vorstellen könnte, dieses Venom von David Deng. Das hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist auch ein harter Flipper, Leinstil. Ich muss ganz hinten an der Ecke nehmen und richtig mit Kraft. Das Ding ist. Ja, der steht schon auch auf meiner Liste. Das ist kein Mädchenmesser. Der steht auch noch auf meiner Liste. Alles hart. Soll ich das sagen? Das ist mein erstes Leinstil. Das da hier? Ja, gleich mit so einem Stahl. Ah, ja, der geht gut. Ja, war schon. Was mir so gut gefällt, ist das da. Okay. Ich habe das Spyderco Calypso und das ist top mit diesem Bügel. Du hast ja den Sepp hast ja du auch noch, gell? Ja, aber das ist doch ein schönes Messer. Ja, das ist ein richtiger. Also das ist schon richtig hartes Teil. Wenn man ein bisschen mit der Hand raus wollte, dann mir gefallen halt die Liner-Look so gut. Ah, ich muss ehrlich sagen,
wenn ich jetzt mal wieder so ein Top-Angebot sehe, muss ich vielleicht auch mal zuschauen. Ja, die haben einen schönen Draht. Ja. Aber der Vorteil ist, das ist hier oben enger. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal echt Stress gehabt, wenn die Hose sich oben umfaltet, da reinquetscht, ey, dann hängt das Ding bombenfest in der Hose. Kriegst du nicht raus. Du musst echt die Hose ein bisschen runterziehen, dass es rausgeht. Und hier ist es oben so dünn, da kann sich die Hosenfalz oben nicht umlegen. Ne? Aber ist das jetzt auch Maniago oder was hergestellt? Ja, ja. Wahrscheinlich die werden von Viper gebaut. Viper, Technocot. Und das ist auch geile Quali. Na, das ist eigentlich wie ein Small Sebenza, bloß 50% breiter. Und dadurch liegt das so geil in der Hand. Was hat jetzt? Ich sehe es mit meinen Gürteln. Das sind ganz normale Schrauben da drin. Achtkant. Also Imbus, ganz normal. Nee, Torx sind das gleich sogar. Torx? Ich sehe es gar nicht, das ist dunkel jetzt. Ja, aber das kannst du wahrscheinlich... Ja, das ist doch ein super geiler. Das ist ein richtiger Worker, ne? Was mir jetzt gefällt, dass der jetzt hier so eine Aussparung hat, dass du schön mit dem Daumen reinkommst. Manchmal hast du Probleme, wenn irgendjemand einen brutal dicken Daumen hat. Das muss ich so sagen, das ist in der Preisklasse. Liegt denn sowas? Gut, ich habe das All Black, das war, glaube ich, das allerteuerste. Das war, glaube ich, 175 beim Bastian. Da gibt's und was ist das für Klinge? Sleipner. Gut, das haben sie ja vorher gehabt. Jetzt kommen sie mit 390er auch, gell? Aber Sleipner gibt sich auch nicht viel, oder? Wenn er hart genug ist, soll er gut sein. Ja, ich glaube, so 60 sollte er schon haben. Das ist aber eine tolle Qualität. Hat auch Kugellager. Und mir gefällt es, weil es halt alles so komplett schwarz ist. Mattschwarz, so die Metallteile mattschwarz und das G10. Aber ist schon ein bisschen schwerer, hä? Ist schon. Also der Liner ist ja top. Das Ding verriegelt. Bombe. Du musst also schon mal allein der Zumacher, wenn der Detent einschnappt, ich sage immer, das Ding schnappt härter ein, wie manche Messer aufschnappen und verliebt. Ne? Also es ist kein Messer, wo hier... Ne? Also ja, weißt du, es ist eben so, mit dem kannst du spielen. Wenn du natürlich die meisten Maniago-Messer hast oder Line-Steel, die haben eben diesen Backlog und da kannst du nicht... Also das ist für mich jetzt das Teil, wo ich sage, deine Frau darf das gar nicht hören, was wir hier sagen. Wie denkt sie? Du bist spielen mit dem Messer rum. Ich spiele ja auch mit dem Messer am Kochen. Ja. Aber die Gemüse klein schneiden mit dem Messer? Nein, bist du wahnsinnig. Gemüse schneiden, die sind doch das Dekomesser. Das wird kaputt gehen, wenn man damit Gemüse schneiden. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen auf irgendeinem Review, dass einer immer, weil das ja, das ist, wie heißt Chisel Grind, dass er deswegen schief schneidet oder dass das nicht richtig schneidet. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen geschnitten mit dem, der schneidet zu. Ja, was gut ist, wenn du Linkshand bist, kannst du damit wahrscheinlich perfekt Gemüse schneiden. Durch die gerade Kante. Also das ist jetzt in deinem Gierkreislauf, das gibt es wahrscheinlich nicht her, oder? Erstmal. Ach, du weißt ja, wie das bei mir ist. Du bist der Jäger, aber nicht der Sammler. Meine Kollegen verarschen mich doch schon immer, wenn ich irgendwas Neues dem zeige, dann sagt immer, ja, sagst du mir da nicht 4 Wochen Bescheid, wenn es verkauft. Und ich so, das behalte ich ja so, ja, ist in Ordnung, wir sprechen sie 4 Wochen. Aber schau, da ist zum Beispiel jetzt nicht so eine Aussparung, ja, die ja, geht nach das innen. Das ist was für also hier geht die Aussparung geht irgendwie nach innen, also statt sie ja von da gehen müsste. Ja, und da habe ich mir letztes Mal schon gedacht, und es ist gleich bei dem anderen, bei dem Bradley 2 anders gelöst. Nee, das ist 2er, beim 1er. Beim 1er, bei dem ersten. Das 2er ist filigraner und sag ich mal, das ist nichts für Baustellerbanker, das ist schon wegen. Aber das magst du, und mit dem M4 bist du, also das rostet zwar, aber da hast du kein Problem damit. Ich habe immer das mit Fruchtsäure trocknen lassen und alles. Und in den Ferien, das habe ich gesehen. Da habe ich mal den ganzen Tag Obstsalate mitgeschnitten und alles. Das ist schön leicht. Warte mal, das ist ja so. Es ist halt sehr, ich finde es. Ich glaube, es ist noch leichter oder fast gleich leicht. Das ist ein elegantes Messer, sieht schön aus mit diesem Carbon Fiber G10, das finde ich so ein geiles Material. Ja, aber das ist auch ganz schön lang. Also, wenn ich jetzt das vergleiche mit der Libelle, die Libelle ist ein bisschen länger vom Griff her. Ja, es ist kein kleines, das hat ja auch, was weiß ich, so ein 9. Ja, aber die Libelle hat eine riesen lange Klinge. Ja, das ist halt schon. Das ist eine 4 Inch oder 10,4 oder sowas und das sind 9. Ja, das ist mehr wie 10, glaube ich. Oder das ist genau 10, ja. Obwohl, ich meine, zum aber das ist schon auch ganz schön lang. Also das ist genau die Größe. Kleiner darf es bei mir nicht sein. Da geht es so richtig los. Wo ich sage, das ist für mich ein Messer. Aber jetzt schau, ich mache es mal so. Und dann drehe ich es. Sonst egal wie, was, bloß rechtzeitig die Finger runter. Sonst hast du ein Problem. Sonst hast du wirklich ein Problem. Da, die habe ich auf der Messe noch geholt. Das sind aus lang aus Tuttlingen. Ah, die waren jetzt von der Bogenmesse? Ja, ja. Ich habe das übrigens auch schon verfolgt. Aber ich aus Tuttlingen. Bin da... Ja, da hat es Stadler, wie heißt der nochmal? Oder mit H irgendwas, wie heißen die? Pius Lang. Oh ja, Pius Lang, okay. Das ist jetzt mal so ein Backlog-Folder, ein kleiner Kompakter. Das ist aber noch schön. Habe ich dem geschrieben, ey, wenn er den mal auflegt mit einer 9 cm Klinge und schwarzem G10 und Clip. Und vielleicht noch Clip dran, dann wäre das ein richtig geiler Folder. Was hast du dafür? Die haben diesen Kruppstahl. 141 oder was? Ja, ja. 141. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, darum sage ich, wenn den soll sie mal mit D2 auflegen und 9 cm, das wäre ein richtig fettes Auto. Da könnten sie vielleicht noch ein bisschen runden, da kannst du einen Feuerstahl machen. Ja, wenn sie das als Automesser betiteln, ne? Und in welcher Preislage bist du denn da? Das kostet 119,95.
regulärer Preis. Gut, das ist halt keine Massenware, gell? Nee, nee, das ist alles Handarbeit. Und legen auch nicht so gigantische Stückzahlen auf, ne? Aber das, der Griff ist ganz toll. Fand ich ganz toll. Das ist jetzt so gefrästes G10 da, oder was ist das? Mikata. Ah, das ist Mikata? Ja, das ist so Baumwoll, auch irgendwie so Kunstharz-Mischmaterial-Gedöns. Na, ich suche jetzt nochmal ein Messer mit Canvas Mikata. Green Canvas Mikata. Das wäre jetzt nochmal was, ich noch nicht habe. Ich sage, das wäre jetzt nicht was für mich. Das bin ich jetzt mal auf der Suche. Das ist auch so eine Sache. Zum Beispiel die, ich meine, Shady waren das, die hatte ich ja das gleiche wie der BFG. Und da haben sie auch ein wunderbares Green Canvas Mikata. Dann gehen sie aber hin. Das ist ja naturbelassen, weißt du? Darum liegt das so super gut in der Hand. Da sind sie hingegangen, haben es poliert und Klarlack drüber gemacht. Und dann bringt es ja nichts mehr. Super glatt. Super glatt. Man kann schon gleich. Perlmutz kannst Mikata gleich Glas nehmen. Ja, der Vorteil von Mikata ist ja, dass es wirklich auch mit nassen Händen, das kannst du ins Wasser oder ins Öl werfen und so. Außer das da, das ist schon wieder so rau, dass es schon wieder zu viel ist. Aber das ist ja das Cold Steel G10. Das ist feingriffer, aber ist fast noch scharfkantiger. Ja, aber das ist auch brutal. Ja, da ist das Problem, dieser Clip sitzt so stramm. Ich sag dir ja, 10 Tage dauert es und dann ist die Jeans kaputt. Das ist ja, du brauchst am Tag mindestens 1, 2, 3 Mal zum was auf- und abschneiden und das reicht viermal am Tag, 7, 10 also Tage. Der Wolfi vom Emerson-Fan, der hat mich ja wirklich detailliert aufgeklärt über das Emerson und der hat mir auch gesagt, dass ich das aber dann ein bisschen, das lässt ein bisschen nach. Ja. Ja. Gut, es kommt ja darauf an, wie heftig sitzt der Clip drauf. Ah gut, und es geht, der Clip ist ja... Der Clip ist okay. Ich muss mal den anheben. An dem ist alles brutal, an dem Ding. Also das sind halt Messer wirklich für den Nahkampf, glaube ich. Also nicht zum Büffelabstechen bei der Safari oder für den Nahkampf mit dem großen Karton. Abfangmesser für Schwarzbüffel oder sowas, was weiß ich. Ist auch schön das gemacht. Fand ich einfach sehr, sehr schön mit diesem zwei. Was sind das da für Backen? Das ist so synthetisches Perlmutt. Das sind so Perlmutt-Imitat sein. Das ist aber eben nur synthetisches Kunststoff. Das war jetzt für den Klaus L. Müller das Richtige. Ja, das schön. Schön, dass er die Gentleman's Knife. Slipjoint. Knife for Gents, ja? Das wäre wieder. Das fand ich ganz nett. Aber das ist natürlich jetzt 42A Konsole. Ja, das ist ein Slipjoint Folder. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, gell? Ich hab's richtig die T-Shirt dazu an. Ne? Also sieht man nicht. Sehr schön. Und wo sind wir hier? Welcher? Also das sind 90 Euro. Und das ist jetzt alles custom made oder was? Ja, die machen in Handarbeit, ja. Wahnsinn. Handarbeiter, klar, die haben auch Maschinen einsetzen, sowas, klar. Das aber ist das dafür was? Das ist Omikata. Aber das ist jetzt poliert, ne? Das ist ja dann mal den Unterschied, wenn es poliert und lackiert wird. Aber ja, das, gut, muss das ist ja auch ein kleines Messer, da muss ich ja jetzt nicht groß arbeiten. Aber, ja nicht aber das machen, ist ja jetzt mein Favorit, das ist sehr schön. Aber eben, da werden ein paar Features noch mit dem Clip. Ja gut, dieser in dem Fall gibt es da sowas dazu. Das ist dann mehr wasch, in eine Gürteltasche, in eine Tasche und dann so in die Hosentasche reinwasch. Obwohl, sage ich mal, ein bisschen robuster und Outdoor-Messer, trotzdem, sage ich mal, halt elegant geführt. In also das Tasche kleine hier eher mehr? Ne, die kommen beide da rein. Das wirkt das andere, okay. Wenn du machst andersrum, da ist es dünner, so rum, genau. Und dann kann man es reindrücken, so, bis ganz rein. Und das ist dann so in der, elegant in der Hosentasche zu führen, in einem Leder-Etui, ne? Wie ein Laviol oder sowas. Ich würde sagen, mal eine robustere Ausführung als Backlock. Das ist eher für den normalen Anwender, der ein Taschenmesser sucht, aber wir... die das öfters benutzen, wir wollen da schon einen Clip haben und das öfters mal rausziehen. Er hat einen Auftrag gekriegt, da war ein Kunde, der wollte unbedingt eins haben mit Clip für seinen Sohn und der hat ihn dann so lange angeschrieben und angerufen, bis er gesagt hat, okay, wir brauchen den eins mit Clip, aber ja, sollen Sie mal überlegen. Vielleicht ein schwarzer Mikata oder 19 Meter lang Klinge aus D2, da wäre das bestimmt ein interessanter Backup. Aber das ist jetzt eine ganz tolle Farbe auch und das ist auch schön geriffelt. Also ganz toll gearbeitet. Ich finde ganz tolle Arbeit. Vor allem, das ist so, der Griff ist in der Richtung Fischtail, ne? Und auch hier nochmal. Ja. Und dadurch kriegt das echt geil in der Hand. Das eine nochmal größer mit D2 Stahl und schwarzer Mikata wäre das ein geiles Outdoor-Messer. Und da vielleicht noch ein Clip dran. Also ich meine, das ist schon toll. Ja. Aber so viel habe ich gar nicht mehr. Ja gut, dann haben wir noch die letzte Schweizer Neuerwerbung. Also bist du jetzt schon nur noch auf 6 oder was? Hast du gar keine 12 mehr oder wie? Nee, schon lange nicht. Echt? Ja, du siehst eigentlich jetzt fast alles auf dem Tisch. Ich muss dir mal ein paar Messer verkaufen, dass man wieder mehr Messer hat. Ich war ja jetzt gerade froh, dass ich wieder mal runter bin, dass ich wieder mal morgens... Ja, wieder mal, du warst schon nie mehr. Also ja, aber sagen wir so, die 12er Messertasche war schon voll und ich habe sogar schon mal eine zweite Messertasche besessen. Ja, die könnte ich jetzt auch brauchen. Ja gut, hast du so eins, dann musst du 10 andere verkaufen. Ja. Dann kannst du eine kleine Messertasche dann in den Hand schaffen. Ne, da reicht dann die 4er Messertasche, ne? 2 von denen in die 4er Messertasche und dann war's das. Da kannst du dir nochmal Victorinox leisten. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn
Eben, da sind wir wieder bei dem idealen Messer. Ich würde jetzt bevorzugen den Liner-Look, also die CF, die Carbon-Schalen von denen, das Gewicht, die Klinge auch vielleicht, aber den Öffnungsmechanismus, den Liner-Look hier der von ist, dem. Der ist gut, ja. Von dem. Den kann man richtig gut greifen. Also der dürfte auch nicht schlechter sein, weil so hart wie das Teil ist, wenn du da nicht gescheit greifen könntest, du könntest schon kaum entriegeln können, weil das Ding ist halt schon echt brutal. Guck mal, der steht auch hier noch an, da hast du nie ein Problem. Das ist wie eine zusätzliche Sicherung irgendwie. Also Line-Steel hat die ganzen Italiener in meinem Jahr, wo die haben inzwischen eine Fertigungsqualität. Wenn man das hier sieht, das ist ja durchgehend. Wenn der mal hier rutscht, aber hier hast du ja noch hier einen Schutz irgendwie, guck mal. Aber du kommst natürlich dagegen. Das ist nochmal richtig eingepasst ins Gesehen und nicht einfach nur ein Liner-Look, ne? Die Verarbeitung. Und was ist denn jetzt der Subliner? Was ist denn jetzt der Unterschied beim Subliner? Da geht es, das ist so ein bisschen wie Inliner. Da geht hinten die Spange oder die Feder geht noch etwas weiter. Denn, oder ja, was? Von außen gesehen ist es ja nicht wie ein Framelock, aber ein Framelock wäre jetzt weiter. Das genau. Ist halt so ein Mischding. Ne? So ein Mischmasch, so ein Sub-Framelock. Von so innen hast du eigentlich einen Liner-Lock, nimmst aber von draußen den Frame mit. Ne? Ja, ist halt wieder was Neues. Ne? Ja gut, die bauen sowas, viele von denen da. Ob sowas Vor- oder Nachteile hat, was weiß ich. Das ist halt, das kannst ja nicht ewig über das Gleiche bauen, muss ich wieder was Neues rausbringen. Ne? Also das gefällt mir jetzt, das wäre jetzt wieder mal auf meiner Liste. Das ist jetzt wieder irgendwo... Soll ich die Verpackung holen gehen? Da reden wir nachher nochmal drüber. Aber ich muss den kleinen Sepp muss ich mir auch nochmal anschauen. Den stehst du total. Das ist also, cool. Wenn er passt, der passt halt von meinen kleinen Händen perfekt. Oder? Wann haben wir das erste Video gemacht? April irgendwie oder was? Anfang Mai. Da hast du schon dran. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so lange bei dir bleibt. Echt? Nee, weil also, ich finde... Also das Ding, sag, das ist mein bayerisches. Man merkt auch, wie gut es eingelaufen ist schon bei dir. Also das läuft wirklich, also das ist wirklich toll. Hast du überall den Daumen für den Lecker? Der war serienmäßig, die liefern den serienmäßig ohne. Es liegt in der Tüte mit dabei, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, den hinzuschrauben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das lässt sich jetzt ganz toll öffnen und schließen. Du kriegst es natürlich mit einem Hand, aber gut, kriegst du auch noch. Den gibt es noch größer auch. Es gibt auch einen großen, ja. Aber ich glaube, Seller ist nicht mehr in Produktion. Ist das eigentlich ein Erkennungsmerkmal, wenn der Griff wesentlich länger ist wie die Klinge, dass es dann ein Kampfmesser ist wie bei den Emerson? Oder was ist das? Ist es eher ein Worker? Weil das kommt mir jetzt auch vor, dass hier der Griff im Verhältnis zur Klinge doch viel länger ist. Ja, es gibt Messer, die sind halt irgendwie optimal gebaut von Größe, Länge. Zum Beispiel, da war immer das Fox FX 121 Wilson Combat. Das ist genial, da war wirklich die Klinge fast so lang wie der Griff. Also das hat eine optimale Nutzung gehabt zwischen Grifflänge zu Klingelänge. Ne? Das hat hinten wirklich nur, war nur ein Millimeter weiter drin wie der Griff. Hey, weißt du, was genial ist? Das Logo von denen. Du kannst, das ist geil. Das Skal, die Rollerhut. Guck, wenn du gehst auf dem Duster hin drauf, habe ich den riesen Aufkleber von denen drauf, weil sie sieht so geil aus. Also es ist halt so, du kannst natürlich eine Klinge irgendwie auf eine Größe bringen, du kannst aber den Griff nicht ewig auch klein dazu machen, weil irgendwann muss ja noch in die Hand passen. Ne? Also die Größe ist für mich jetzt gefälliger, aber das geht auch eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kannst du komplett. Ja. Bei mir ist es jetzt der so. Der Griff von dem Ding ist bei super. Bei mir ist es jetzt so am Rand, aber es ist ein Vierfinger. Da wird nochmal ein italienischer Designer überarbeitet, ne? Dann von Dweiper gebaut für Oberland Arms. Das ist ein 3 Zoll oder was ist das hier? 7,5 cm. Das dürfte so ein 3-Inch sein, ja. Ich glaube so 75, 76 mm sind ja 3-Inch. Und wie gesagt, ich habe das schon so oft dabei gehabt. Das macht schon was aus. Guck mal, von der Länge her, das macht schon was aus. Ah, der ist auch noch gerundet, das gefällt mir sehr gut. Ein Flachschliff und schön alles matt, schwarz, das ist so ein richtiger, ja. Also das ist wieder mal ein ganz tolles Messer. Jetzt muss ich das mal in meine Hosentasche stecken. Ich habe zwar jetzt noch so eine Hose, aber ich muss sagen, die Chirogorfs, die 111 habe ich auch alle da reingesteckt und die haben gut gehalten. Hast du schon geführt? Einmal, ja. Ich habe momentan so viel zum Ausprobieren, dass ich die Messer gar nicht alle genug gekriegt habe. Ne? Momentan habe ich wieder die Torino zu nutzen. Ja, das habe ich hast du gerade reviewt. Das ist ja toll. Ja, das muss ich auch gerade anschauen. Ich meine Kamera halten. Also, ich finde sie irgendwie geil. Ich habe dem Klaus L. Müller gerade nochmal schreiben müssen. Ich habe es zweimal angeschaut, sein Review. Der hat es so toll gemacht für die Olympiade 2016 Brasilien. Gold forever. Also, das ist schon. Nee, ja, das Durchsichtige, man sieht deswegen drunter, das ist halt schön technisch und so. Also die Dinge hast du ja auf dem Flohmarkt in Konstanz, nee, auf Weihnachtsmarkt. Nee, das waren die Ketten, wo ich mal gekauft habe. Die Dinger, sowas muss ich mir auch noch besorgen. Hast du was noch? China. Ich müsste noch irgendwas rumliegen haben, ich kann ja noch eins raussuchen. Das ist wirklich perfekt. Dass die Victorinox die nicht selber bauen, schönes Victorinox-Shield drauf machen und bei jedem Victorinox das mehr wie 25 Euro kostet, eins dazulegen.
Ja, damit kannst du es perfekt. Nee, die haben wir ja, aber die sind so riesig, glaube ich. Die haben, glaube ich, welche war ja im Shop schon bei Vic. Ja, diese großen, die haben riesige Dinger. Das ist ja fast größer wie das Messer. Denn. Ja, aber für so ein kleines Messer, ne, das ist aber toll. Wenn die selber herstellen, die haben ja mit Halbverarbeitung und alles, dann kosten die wahrscheinlich ein. Die haben die Ideen manchmal vielleicht nicht so. Oder kostet das, was ist bei euch der Pfennig? Ein Rappen. Ja, Rappen. Das Ding kostet in der Produktion wahrscheinlich einen Rappen. Wenn überhaupt. Und bei ihnen, dann sagst du, jedes Victorinox ist mehr wie 25 Euro kostet, legst du so das Ding mit da rein. Super. Und dadurch stellt sich es halt unten nicht quer. Und weil sobald du mit der Jeans hinsitzt und das Ding unten quer drin liegt, musst du hingreifen, das Ding zurecht rücken. Dann reicht es bis zur Aufstellung. Du hast deine Eier nicht kratzen. Genau. Dann stehst du auf, setzt dich wieder hin, ist es schon wieder quer. Alter, das ist ja wahnsinnig. Aber mit den Clips hat sich das halt. Und du kommst halt schneller dran, kannst oben mal den Clip zack ziehen. Ja, schönes Teil. Das hast du jetzt in welchem Shop bestellt? Schweizer. Das hast du über die Schweiz bestellt? Nee, schweizermessershop.de. Deutschen Laden. Das ist klasse, du. Das wurde halt über Nacht geliefert. Das ist immer herrlich bei dir, dass da so viele Messer auf dem Tisch liegen. Und dann immer noch die neuesten. Hä, du bringst halt immer das geile Zeug hier mit, ne? Ja, das ist, also die Hälfte mindestens ist es immer von dir, nicht nur von mir. Ich habe aber gar nicht viel mitgebracht. Halt. Bei dir ist es halt so, da ist dann ein Messer preislich so viel wie bei mir, was alles auf dem Tisch liegt. Aber eben, das war auch nur ein Zufall, dass das überhaupt in meine Hände gekommen ist. Ja, Design ist schon krass. Aber weißt, alle laufen besser wie das hier, irgendwie habe ich das Gefühl. Also wenn er das, bis auf das Goldstil vielleicht. Wenn er das so sieht, das ist Hammer. Ja. Na gut, das war auch beim Flo nochmal, der hat noch ein bisschen getuned, oder? Der Flo hat das natürlich mit Riesgrief bearbeitet und hat das nochmal auseinandergebaut und hat es gereinigt. Und deswegen läuft es halt jetzt noch besser. Danke, gell, Flo, nochmal. Hast du gut gemacht. Das ist Hammer. Er hat aber auch Hände, ich sehe das, was er alles macht. Das ist einfach, der kann das einfach. Du bist auch nicht so der, der es auseinanderbaut, he? Die Messer. Nur wenn es muss. Ja. Also ich habe mal die Reefs und so auseinandergebaut, weil die sind auch wirklich sehr gut wieder zum Zusammenbauen. Also das Reef habe ich auseinandergebaut, habe hinten den Liner dran gemacht, perfekt. Und lief dann auch besser. Aber so ein Kugelladerteil, wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht auseinanderbauen wollen. Ich habe gesehen, eine Kugel von dir, das ist scheiße. Oder das, wenn es kein Käfig ist oder so. Aber die Reefs, die sind echt super gewesen zum Auseinanderbauen und Zusammenbauen und Reinigen. So kann man dann richtig schön alles sauber machen, heiß Wasser, Seife dann oder einfetten und zusammenbauen. Das ist wirklich kein Thema. Vor allem, dort kannst du alle Schrauben anziehen und dann passt's. Du musst nicht justieren, weißt du? Das ist ja, so von den Toleranz. Du ziehst fest und dann passt's perfekt. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Die arbeiten ja in einem Toleranzbereich, N-Reef Knives, ne? Aber ich sag ja, die Chinesen holen auf und auch die Russen holen auf. Auch wenn sie es in China teilweise herstellen lassen. Aber das flasht mich jetzt schon auf hier, das Teil. Das finde ich jetzt aber ganz toll. Das ist ein richtiges, wie das Amazon, so ein richtiges Worker jetzt. Sollt ihr das zweimal vergleichen? Ja gut, das ist noch ein Touch. Schon, aber als EDC passt das wahrscheinlich noch besser. Dann das andere ist 180 Gramm, das ist natürlich das ist schon das Amazon ist schon ein Klopper für die Hosentasche. Aber auch cool. Ja, das läuft schon auch gut. Das aus. Aber das ist wie auch das Sebenzer. Ich habe es noch nie im Gebrauch gehabt, groß. Komischerweise. Es gibt Messer, die haben in meinem EDC-Kreislauf noch nicht gefunden. Ja, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso. Das Colt hier, das ist halt so eine. Also Rexo-Messer, das nimmst du halt einfach aus. Das ist jugendfrei hier. Treibst du Schindel, das verzeiht dir alles, weißt du, das machst du, kannst du ins Holz. Welches hat der Flo? Der hat auch eins mit Metallgriff, das fand ich auch toll. Das ist ein bisschen kleiner wie das. Code 4 kann das sein, wie heißt das jetzt? Das sind die Recon. Recon, und er hat so einen Code 4. Das ist mit den Alu-Griff schon, ne? Das war auch toll. Hatte ich auch schon. Und das hat auch den Carpenter-Stahl. Ja, inzwischen haben die fast alle die Modelle da, die sind upgraded. Damit kannst du halt echt alles machen, das ist scheißegal. Die Beschichtung hält total viel aus, der Stahl macht alles mit. Das Einzige ist nur, dass sie hier die letzten 5 mm nicht schleifen, das verstehen wir aber auch so. Da kannst du auch schön Dome-Pins wegmachen, dann ist es echt 42 Jahre. Ja, das ist halt jetzt. Nassen Händen gut in der Hand. Also, jetzt, wenn ich jetzt alle hier sehe auf dem Tisch, ist für einen Karton eigentlich das Kohlstil oder das Amazon am besten geeignet. Das sind Arbeitsstile, wo scheißegal. Das hat eine dicke Klinge, das ist robust, da musst du ja nicht aufpassen. Und ich habe heute auch mit jemandem geschrieben aus unserer Community, der sagt halt auch, oder
was können jetzt die größeren oder was ist denn bei den teureren jetzt der große Unterschied? Der Unterschied ist, dass du viel mehr aufpasst, obwohl es eine höhere Qualität hat. Was könnte was passieren? Und bei den billigeren passt du eben nicht auf. Und da macht es dir auch nichts aus, wenn da mal was. Und das ist eigentlich das, was das Messer machen soll. Es soll ja irgendwie deine Arbeit verrichten. Ja. Und nicht, dass du sagst, oh, ich muss schauen, dass das Jahr jetzt keinen Kratzer bekommt. Dann kannst du es ja wieder vergessen. Ja. So ist es. Also mal auskoppeln. Ja, nicht ganz. Ja, das ist da ist der Dings ist fast einen Millimeter zu kurz, weißt du, das ist fast, ja, zu wenig, das fast zu wenig Weg. Du kannst, aber du musst ein bisschen mitschwungen. Fast zu wenig. Lustig ist hier so, dass das zwei Platten sind. Ich habe es auseinandergebaut, ich habe es auch schon gereinigt und mit Riesgriff gemacht. Achso, ja, das stimmt auch. Das sind zwei Platten aufeinander. Also ich habe das relativ wieder gut zusammengebracht. Ich habe noch ein Rad 1 auch auseinandergebaut, das habe ich nicht mehr so gut. Da sind so viele Schrauben, das habe ich nicht mehr so gut. Also stimmt, das, da ist jetzt der Klingengang schief, aber es läuft jetzt gut. Das hat, glaube ich, 7 Schrauben, die nehmen sie in den Griff. Ja, und das hat jetzt im Prinzip wenig Schrauben, hat aber 4 verschiedene. Also mir gefällt es, hier sind die Löcher mit den Torx, und auf Rückseite alles glatt. Das sieht halt geil aus. Und die sind die gekontert? Musst du da, die sind hier drin gekontert, ja, oder brauchst du nur eine? Die sind eigentlich dreieckig mit runden Ecken. Da brauchst du jetzt praktisch nur einen Schlüssel. Okay. Das ist super. Das kann sich nicht durchdrehen. Das ist gut. Das ist genial. Da redet, wenn jetzt dann die Kamera aus ist, ich muss ja jetzt dann gehen und du auch, dann werden wir mal drüber fahren. Du kannst aber gerne nach hinten hier bleiben. Ich muss nur schnell Kohle mitgebracht. Also Leute, ich würde sagen, wir machen für heute mal kurz Feierabend. Ne? Wir müssen jetzt mal schnell Geschäfte machen. Jetzt geht es an die Geschäfte. Ne? Was hast du jetzt da wieder noch? Das ist noch mein Fix. Nachdem, wenn du jetzt mein Line-Steel mitnimmst, ist jetzt mein letztes Fix. Das ist ein Gerber. Oder mal eins made in USA. Schön. Was eigentlich ganz schick ist, es hat eine schlanke Klinge, ja. Es ist kein so Brecher, es hat nur eine 3 mm. Das ist ja so wie beim Back, dieser gummierte Griff. Genau. Das ist aber toll. Also Backstyle. Zum Arbeiten ist das super. S30V. Volltang oder was ist das? Geht auch bis hinten rein. Also das gehört bei mir dazu. Zum Griff, so, das ist, die sind aufgesetzt, aber der Stahl geht schon bis nach hinten. Das finde ich gut hier, dass du hier für den Finger nochmal und ab den Finger. Ja, diese Gartro-Serie ist bei denen ganz klar aus dem jagdlichen Bereich. Schaut gar nicht aus wie ein Gerber, ehrlich gesagt. Hat auch eine ganz schlanke Klinge. Ja doch, die Gerber Gartro-Serie gibt es ja schon seit 20 Jahren bei denen nochmal. Aber man kennt doch immer den, hier steht es ja, aber man kennt es ja nur mit den orangigen und grauen. Ja, gut, das sind ja die Bergwild-Serie und sowas, ja. Ja, aber S30V Flachschliff, und was mir gefällt, es ist nur 3 mm dünne Klinge, sagen wir so. Weil heutzutage sind ja bei vielen Automesser, bauen die jetzt einen Brecher hin. Ja, ja. Das hat noch sehr gute Schneideigenschaften für den Fix. Ne? Ja, das nehme ich halt das. Ja, das passt auch in meine Hände. Aber das kommt jetzt nicht in mein Schema momentan. Das hat mich so auf die Folder gebracht, ich gucke nur noch auf Folder, aber ich habe auch genug fixt. Also, danke fürs Reinsehen, wir werden kommentieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Wir quatschen noch ein bisschen weiter und dann seht ihr mal vielleicht. Welches Messer in welches Review irgendwo auftaucht, dann wisst ihr ja, was hier der Besitzer gewechselt hat. So ist das. Ciao Leute, macht's gut.